Hallo, mein Name ist Jürgen Körner, ich bin Betten- und Schlafberater in Sindelfingen und erkläre heute im aktuellen Video, warum eine flexible Unterfederung die ideale Grundlage in Kombination darstellt, wenn das mit einer Latexschaum- oder Kaltschaummatratze zusammenkommt. Das heißt, das ideale Bettsystem besteht aus drei Komponenten. Die Unterfederung ist das Fundament, die flexible Unterfederung, die kann selbstregulierend sein, sie kann individuell einstellbar sein und darauf eine Matratze, die diese Wirkung von oben nach unten, also vom Körper durch die Matratze nach unten auf die Unterfederung bringt, zur Druckentlastung, zur Anpassung. Ja, und umgekehrt auch die Unterfederung wiederum als Fundament dient, dass wir zum Beispiel verschiedene Zonen haben, dass das Becken der Frau druckentlastet wird, dass die Schulter vor allen Dingen in der Seitenlage entlastet wird. Und deswegen ist es so geschickt und gut, dass es seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten hier verschiedene Anbieter auf dem Markt gibt, die sich mit ihren verschiedenen Systemen auch als erprobt darstellen. Wie gesagt, das Entscheidende ist, dass die dritte Komponente dann auch stimmig ist und das ist dann das passende Kissen, das auch in der Höhe zur Schulterbreite, zu den Einzinkwerten bei der Matratze und das, was der Lattenrost in der Fortsetzung dann auch noch bringt, nach unten den Druck wegnimmt der Schulter, sozusagen als ganze Einheit schön ausbalanciert uns dann durch die Nacht bringt. Das heißt, die Rücken, die Seitenlage, auch eine Bauchseitenlage einfach rückengerecht unterstützt wird und das zeige ich euch jetzt in diesem Video, in dem ihr seht, was zum Beispiel die verschiedenen Hersteller hier in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Bei der Gelegenheit möchte ich euch natürlich auch einen ganz besonderen Lattenrost vorstellen, der das Wort ja eigentlich gar nicht verdient. Es ist die nach wie vor aktuelle Empfehlung der Stiftung Warentest im Vergleich zu all den jetzt auch nachher gleich gezeigten, wirklich flexiblen, ergonomisch, anatomisch wirksamen Unterfederungen. Und dieser Zaun oder Lattenzaun aus Massivholzleisten, ja, was will der schon wirklich können, wenn wir verschiedene Gewichte, Rückenform, Körperform, Schulter, Hüft, Beckenbreiten haben, leichte, schwere Menschen mit den unterschiedlichsten Anforderungen, dann ist das ja wie ein Bretteffekt und da kann ich nur sagen, liebe Stiftung Warentest, wie immer ihr getestet habt, wie immer ihr euch habt herreißen lassen für so eine Aussage, die ist aus schlafmedizinischer, aus ergonomisch-orthopädischer Sicht nicht korrekt und diesen Beweis treten wir hier seit über 30 Jahren im Sindelfingerbettenfachgeschäft an und haben deswegen auch mal diese Unterfederung nachgebaut, so wie es die Stiftung Warentest vorgibt. Ich kann nur sagen, gute Nacht, liebe Leute, mit diesem Rost werden meine Menschen, die hier mit Rückenbeschwerden kommen, mit Liege-, mit Schlafbeschwerden, mit Sicherheit nicht gut durch die Nacht kommen. So, da haben wir also das gute Stück der Stiftung Warentest, ein aus Massivholzleisten selbstgezimmerter Lattenrost. Das ist im Prinzip, wenn man den Materialeinsatz nimmt, mit ca. 40 Euro benannt von der Stiftung Warentest. Dann muss man natürlich noch die Zeit und den Aufwand sehen. Oder muss ich sagen, also das kann man sich dann tatsächlich sparen, wenn man nur so ein Teil sich unter eine gute Matratze legen möchte. Denn dann gibt es auf dem Markt wirklich sehr schön gearbeitete Rolllattenroste, auch mit geringen Abständen, die null Flexibilität haben, aber die dann quasi fix fertig, heute schon ab 20, 25 Euro, die besseren sicherlich auch für 30, 40 und etwas mehr an Euro im Handel erhältlich sind. Die machen dann durchaus mehr Sinn, die passen dann auch ins Bett rein. Da muss man also nicht à la Stiftung Warentest dieses Teil selber bauen und dann das quasi so als gutes Fundament für die Nacht verwenden.
So, mit dem Dosigraph Messbett lässt sich tatsächlich sehr viel spürbar machen. Lattoflex als Erfinder des Holzlattenrostes vor 61 Jahren hat sich immer schon mit dem Thema schmerzfreies Liegen, rückengerechtes Liegen auseinandergesetzt. Und in der Weiterentwicklung haben wir jetzt seit über 21 Jahren die Sensorflügelunterfederung. Das sind kleinere Flügelelemente, die haben nichts mit Holztellern oder Kunststofftellern zu tun, denn die sind nach der Biologie und Technik, in dem Fall der Kombination, das Wort Bionik entstanden. Und diese Sensorflügelunterfederung, ja, wird unseren Rücken einfach viel, viel genauer, viel präziser unterstützen und auch ausstützen. Und damit tatsächlich dieses selbstregulierende Prinzip dieser Federungseinstellung auch nochmal individuell wirken kann, gibt es als Unterstützung dieses Messbett. Und hier sieht man jetzt sehr schön, dass wir die Leiste im Lendenwirbelsäulenbereich verstärken durch diese Elemente, die es da am Rand gibt. Die kann man da reinbauen in verschiedenen Stufen, je nachdem wie stark das Hohlkreuz ausgestützt werden muss. Das gilt dann für die Rückenseiten und auch Bauchseitenlage. Sehr schön sieht man auch, dass die Schulterzone runtergeht. Das ist eine Schulterwippe, eine Brücke, die nimmt den Druck weg. Nicht nur die Weichzone in der Matratze, sondern auch im Bereich der Unterfederung. Hier von Lattoflex ein spezielles Schulterelement. Ja, aber es gibt auch Menschen, die brauchen gar nicht so eine weiche Schulterzone. Und dann lässt die sich natürlich auch mit so Federblöcken härter einstellen. Das Ziel ist nachher tatsächlich eben, wenn wir mal weggehen von dieser individuellen Einstellung, keine Bretteinstellung zu bekommen. Eine Bretteinstellung würde bedeuten, wir haben entweder eine zu harte Matratze und auch eine, wie zuvor gezeigt, völlig unflexible Unterfederung, die eben wie à la Stiftung Warentest einfach nur wie ein Brett darunter wirkt, die nicht quasi die Matratze im Kaltschaumbereich und im Latexschaumbereich unterstützt. Und das wäre dann der Bretteffekt durch die nicht flexible Unterfederung, die einfach zu hart ist, und natürlich auch durch die zu harte Matratze. Wir alle wissen, wenn es dann in den Durchhängebereich geht, dass natürlich auch das nicht gut ist. Und es ist immer so, die Weisheit und die Wahrheit, die liegt eben in der Mitte. Weder zu hart noch zu weich ist die Devise, sondern das rückengerechte Aus, das uns dauerhaft schlafphysiologisch einfach in allen Schlaflagen gut bedient, rückengerecht sich verhält. Und deswegen nochmals zurück. Wichtig ist eine Unterfederung, die sich tatsächlich in jeglicher Schlaflage den Menschen passend verhält, anpasst, mitgeht und bei Bedarf sich einfach nochmal individuell einstellen lässt. Dieses individuelle Einstellen ist deswegen auch so wichtig, weil wir einfach verschiedene Körperformen, Rückenformen haben, verschiedene Anatomie, Schwerpunkte, auch Schwachpunkte. Schwachpunkte sind zum Beispiel einfach die empfindliche Halswirbelsäule, dann natürlich die Lendenwirbelsäule, es kann aber auch die Hüfte sein, vor allen Dingen natürlich auch die Schulter, die Halswirbelsäule, und es geht dann oft runter, auch bis in die Knie. Und deswegen ist es schon gut, wenn wir dann von Kopf bis Fuß sozusagen in einer guten Einheit liegen, eben mit der Unterfederung, eben mit der passenden Matratze und eben auch mit dem richtigen Nackenstützkissen. Wenn wir jetzt also die Lattoflex Unterfederung Wings 300 Flügelfeder, die hier im Schulterbereich, wie zuvor schon gezeigt und erklärt, besonders nachgiebig ist und auch sonst überhaupt über diese Viererflügel sich doch in jeder Schlaflage sozusagen dreidimensional den unterschiedlichen Liegekombinationen und Liegeverhalten und auch Liegemustern den Menschen passend, ja, quasi mit der Matratze zusammen eine richtig ergonomische Unterstützung bietet.
auf dem Bild hinter mir ist das Genio-Bettsystem von Röwer zu sehen. Das besteht aus einem Hightech-Gewebe. Das ist ein spezielles textiles Netz, entwickelt eigentlich für den Innenausbau bei Flugzeugen und dann Ende der 90er Jahre von Röwer für das Bettsystem, für die Unterfederung entsprechend neu konstruiert. Und wir haben jetzt seit über 20 Jahren sozusagen diese Unterfederung im Programm. Das ist eine sehr straffe Unterfederung, die, Sie sehen schon hinter mir, auf Füßen frei aufgestellt werden kann. Dann sprechen wir auch so ein bisschen vom Designer-Bettsystem. Es kann genauso in ein vorhandenes Bettgestell eingelegt werden, also Einlegebettsystem. Hier ist es wieder ganz, ganz wichtig, wenn wir so eine relativ straffe Unterfederung haben, die trotzdem auch noch nachgibt, aber nicht so flexibel ist wie die gezeigten Federholzrahmen jetzt von Werkmeister oder von Latoflex, die Sensorflügelrahmen oder auch Röwer Eco, wo doch etwas passiert, auch wenn man drauf liegt, dann kommt es jetzt bei so einem Bettsystem wie dem Röwer Genio ganz besonders auf die Matratze an. Das Thema Matratzen ist ein Thema für das nächste Video. Ich kann hier auf jeden Fall sagen, bei dieser Unterfederung empfehlen wir ganz besonders den Taschenfederkern aus Erfahrung in den letzten 20 Jahren. Denn hier haben wir eine sehr, sehr hohe Punktelastizität in Kombination mit dieser strafferen Unterfederung, die ebenfalls für sehr, sehr viele Menschen, ob jetzt mit oder ohne Rückenbeschwerden, ein sehr, sehr gutes Bettsystem ist. Das sind unsere Feedbacks, die wir auch haben von unseren Kunden, die Rückmeldungen. Und deswegen gibt es hier natürlich auch eine sehr gute Empfehlung, wenn es dann passt, dass auch das Röwer Genio Bettsystem mit der Taschenfederkernmatratze einen gut durch die Nacht bringt. Klein, ein paar Sekunden mache ich das auch. Da müssen wir jetzt gar nicht so drehen. Sie bleiben. Sehr vielen Menschen sind heute auch durch die sehr stark beworbenen Boxspringbetten diese Art von Betten ein Thema geworden. Auch da möchte ich kurz drauf eingehen, denn ähnlich wie das Wasserbett, wo wir so ein bisschen was noch über das Wasserstandsniveau oder die innenliegenden Sandwichbauweisen etwas regulieren kann, aber eben nicht partiell für die einzelnen Wirbelsäulenzonen, möchte ich einfach als Fachmann sagen, dass ich das Wasserbett aus vielerlei Hinsicht auch im ganzheitlichen Sinne nicht empfehlen kann. Und auch Boxspringbetten sind tatsächlich ja eher mit einer sozusagen Kiste und Federn, deswegen ja auch Boxspring, als Grundlage ausgestattet und darauf kommen dann die Matratzen. Jetzt habe ich sehr, sehr viele Menschen jede Woche hier in der Beratung in Sindelfingen, die haben tatsächlich ein Boxspringbett gekauft und die sind todunglücklich. Weil tatsächlich diese Boxspring-Matratzen und wenn da oben ein schöner Taschenfederkern als Matratze dann drauf liegt, meistens zu hart oder zu weich sind und eben nicht das rückengerechte Liegen bringen. Die Schulter kann nicht genügend einsinken. Und schlicht und ergreifend, Boxspringbetten gibt es ab 350 Euro bis 20.000 Euro. Und jetzt nehmen wir mal die goldene Mitte, wo 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Schnitt verlangt werden. Und diese Beispiele, die ich jede Woche habe, da kommen die Menschen, die haben Rückenbeschwerden, die hatten aber vorher auch keine Rückenbeschwerden und jetzt haben die sich für 3.000, 4.000, 5.000 Euro ein Boxspringbett angeschafft, kommen nicht mit zurecht, müssen dieses Bett wieder verkaufen, weil sie keine Lust mehr haben, sich jede Nacht durch die Nacht zu quälen und das sind die Menschen, die dann hier natürlich auch mal erkennen, warum das Boxspringbett, außer das, was die Werbung immer sagt, toll, toller, am tollsten, eben nicht schlussendlich das beste Liegen bringen kann. In gewissen Fällen ist es schon so,
Und Fälle meine ich einfach eine gewisse, geringere Anzahl von Menschen, die kommen durchaus mit einer hochwertigen Taschenfederkernmatratze auf so einer Boxspring-Grundkonstruktion ganz gut zurecht. Aber genauso sind auch viele Menschen mit dem Thema Wasserbett am Anfang, wenn sie 20, 30 waren, sehr gut zurechtgekommen. Und mit zunehmendem Alter kommen die eben nicht mehr zurecht. Dann sind die 40, 50, dann kommen die ersten Zipperlein, die Wehwehchen. Und dann ist einfach dieses orthopädische Liegebild nicht mehr gewährleistet. Und das sind auch so Punkte, wo man sagen muss, die Matratze kann sehr, sehr viel tun. Aber schlussendlich kommt es auf das Fundament drauf an. Und da wäre dann einfach mein Tipp als Fazit: Es gibt heute sehr, sehr viele schöne Betten aus Holz oder auch mit wunderbaren Stoff- oder Lederpolsterungen, die sehr hohe Bettrahmen haben und auch einen sehr hohen Aufbau haben. Da kommt aber dann eine flexible Unterfederung rein und eine passende Matratze. Und die kann durchaus, die muss ja nicht aus Kaltschaum oder Latexschaum sein, die kann dann auch aus einem sehr schönen, hochwertigen Taschenfeder kann sein, der das Wort Punktelastizität auch wirklich garantiert. Denn auch da gibt es riesige Unterschiede. Und deswegen ist es immer wichtig, nicht immer nur dieser Werbung zu vertrauen, wo alles immer am besten, am tollsten dargestellt wird. Das ist Sinn und Zweck der Werbung. Aber da ist auch der 1-Euro-Artikel, wird genauso für seine, sage ich mal, ja, Marktwert 1 Euro für seine Funktion hochgelobt, genauso wie ein 1.000-Euro-Produkt oder ein 30.000-Euro-Produkt. Und in der Bettenbranche ist es nicht anders. Und auch da wird das Thema sein, one fits all, das geht nicht. Es gibt nicht das Bett, das für alle Menschen gleichermaßen gut sein kann. Das ist ein Thema, das macht auch da, das machen die Startups, das machen viele, viele Hersteller, die sich nur auf eine Matratze stützen, zu ihrem Hauptthema mit dieser Matratze, da liegt ja alle toll und gut und wenn es dann halt nicht mal klappt, habt ihr ja auch ein Rückgaberecht. Das ist natürlich, sage ich mal, ein Geschäftsmodell, das kann ich als Bettenfachmann und Schlafexperte nicht nachvollziehen und deswegen haben auch wir hier in Sindelfingen, wie schon jetzt hier gezeigt, verschiedene Anbieter, die sich seit Jahrzehnten auf dem Markt einfach als positiv erprobte Bett- und Schlafsysteme ja, gezeigt haben und wo wir viele, viele tausend Kunden in den letzten Jahren einfach auch wirklich zufriedenstellen konnten. Und das ist das Schönste, was wir hier tun können. Das ist auch meine Aufgabe hier in Sindelfingen und die meiner Kolleginnen und Kollegen, dass wir sie gut durch die Nacht bringen und dass wir das aber mit einer, sage ich mal, wirklich sauber, seriösen Empfehlung auch aussprechen können. Und da haben wir natürlich auch unsere Hilfsmittel, nicht nur die Anmesssysteme, sondern das Wissen, das einfach da ist mit den Feedbacks der vielen, vielen tausend Kunden, die Rückmeldungen, wo wir einfach auch sehen, wie die Menschen nachher zufrieden sind. Es gibt andere Parameter, zum Beispiel einen Matratzenkern zu tauschen und vor allen Dingen über die Unterfederung nochmal Einstellungen vorzunehmen. Das sind sehr, sehr viele Sicherheitsmechanismen. Deswegen brauchen wir auch nicht Angst haben, sich vielleicht wieder zu verkaufen und mit diesen teuren Boxspringbetten, egal was man ausgegeben hat, wenn man nicht zurechtkommt, ist jeder Euro, den man da ausgegeben hat, 1 Euro zu viel. Also, so viel Freude mal mit dem Thema Unterfederungen. Beim nächsten Video geht es dann weiter zum Thema Matratze, Nackenstützkissen und ich habe dann noch sehr, sehr viel zu berichten für den und die, wo da das Interesse da ist. Bei einer persönlichen Fachberatung gerne auch am Telefon und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.